Herzlich willkommen bei Stonehearth. Ja, und komm. Achso, das sind die da oben. Ja. Komm, starte ich. Kommt schon die Meldung. Eindringlinge. Ja, da oben. Das war ja unser armer Einwohner, der da oben gespawnt ist. Das tut mir fürchterlich leid. Für den kann ich nichts tun. Nein. So. Seid ihr jetzt dann bald fertig, ja? Die Leitern müssen es auch noch abbauen, genau. Ein paar Fenster fehlen dann noch und dann ist die zweite Mauer hoffentlich gleich fertig. Genau, macht's da weiter. Ja, du brauchst den Lehm nicht zurückbringen. Bau doch einfach gleich was. Oh Mann. So, was macht eigentlich mein Kräutergärtner? Nix, weil er nichts tun kann. Der langweilt sich jetzt. Aha. Kräuter bräuchte er. Waren es an der Mauer. Und ich hatte nur eigentlich gehofft, dass sie zuerst einmal die andere fertig bauen, aber okay. Offensichtlich sind sie der Meinung, sie brauchen jetzt unbedingt die hier. Tägliches Update. Ja, hoffentlich entsteht er dieses Mal woanders. Oi, ja, der könnte es lebend bis zu mir schaffen. Er wird es lebend bis zu mir schaffen. Er hat's gleich geschafft. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen. Und jetzt habt ihr an die Arbeit. Hopp. Keine Müdigkeit vorschützen hier. So. Wie schaut's aus mit der Mauer? Okay, die tragen auch gerade rein. Frage ist, ist das dann abgesichert hier? Also da kommt man nicht hoch. Da kommt man nirgends hoch. Da auch nirgends. Das sind überall so Zweierstufen. Gut, ja, damit ist das zumindest hier eine ganz gute Grenze. Das schaut interessant aus hier. Achso, das schaut interessant aus, wenn ich es abbauen will. Okay. Macht es die Mauer da fertig, genau. Die ist auch fast fertig. Nimm mal schauen, welche vorher fertig wird. Ah, Handelskarawane. Was hast denn du Schönes für uns? Holz. Okay. Was können wir dir geben? Das da zum Beispiel. Es sind immerhin schon 31 Gold. Davon kann ich da nichts geben, weil ich sonst nichts mehr habe. Davon kann ich da eventuell was geben. Und davon auch. So, du gibst mir dafür das ganze Holz. Und die Kaktus, also Kaktusblume brauche ich ja gar nicht. Die Eier wären natürlich auch klasse. Aber kommt noch, kommt noch. So. Könnte jetzt Eindringlinge nähern sich, ja. Eindringlinge. Er kommt da leider natürlich noch rein. Genau, bleib bei den anderen, weil die können dir notfalls helfen.
Ja, zumindest schön, wenn sie es tun würden. Na kommt's, Leute, helft's mit. Danke. Hilft's mit, dass der gleich weg ist, genau. Sehr gut. Schaden plus 20%. Das ist schon mal was. Ihr dürft wieder arbeiten gehen. Und wenn ihr jetzt fertig machen würdet, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Eieiei. Warum so schneller? Kommt da nichts mehr rein. So, was ich jetzt gesehen habe, brauche ich aber definitiv Lehm. Ich habe den Bergbau nicht verboten. Das ist schon mal gut. Ich brauche jetzt wohl Lehm. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis das da baut haben. Was wartet denn da noch auf mich? Der Steinmetz, genau, Moment. Das heißt, wir können ja den da zum Beispiel. Dem kann man so gar nichts machen. Warum kann man dem keinen Job geben? Okay, egal. Ist egal. Ein hoher Geisteswert erhöht. Leichter Tiere zu zähmen, standhaft gegen Feinde zu sein. Also Geist ist mir eigentlich jetzt nicht so wichtig. Ich würde sagen, ich nehme den da. Also Steinmetz kann er erst machen, wenn er Potter war. Oh. Okay. Ein Job fehlt hier noch, wie wir sehen. Na gut, dann brauchen wir keinen neuen Job momentan. Dann kann man aber immer noch sagen, du und du, ihr geht's nicht bauen. Ja, die müssen halt akkord schlafen, weil ich noch nicht so viele Betten habe. Ist auch gleich fertig, gut. So, und schon wieder ist ein guter Morgen angebrochen, hoffentlich. Die Mauer ist fertig. Sehr gut. Da kommt noch einer. Ah nein, zu wenig. Okay. Mist. Dann dürft ihr jetzt abbauen. Kräuterarzt Level 1 erreicht. Sehr gut. Und habe ich sonst noch was da liegen? Nein, nur Steinmetz. Was kann mein Töpfer jetzt alles schon? Schauen wir mal. Mhm.
Er produziert Stühle, Sessel. Er könnte einen Marktstand produzieren. Das klingt durchaus sinnvoll. Kräuterarzt. Oh, das ist natürlich cool. Kochzutaten. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Bisschen Stein. Die Medizin bringt nicht viel. Normale Lehmbetten. Das schöne Lehmbett sicher nicht. Medizinische Zwecke. Na gut. Muss so sein. Lehmtisch haben wir alles. So. Sind gerade am Essen. Oh, ist der Raum fertig? Schauen wir mal. Ja, der Raum ist fertig. Jetzt haben sie da drüben noch zum Abbauen. Dann können wir hier dieses komische Eckerl aber jetzt auch abräumen, oder? Mann. Wo fängt die an, die Höhle? Da. Also es ist genauso ein Fleckerl hier. Und zwar dieses hier. So, Leiter brauchen wir. Sonst werden sie das nicht abbauen können. Kann ich eigentlich ein Holzschwert bauen? Nein, Gott, weil das kann der Potter nicht. Also der Töpfer. Nein. Das heißt, Werkzeuge fehlt mir ja überhaupt. Davon solltest du immer 10 im Lager haben. Davon solltest du natürlich auch immer 10 im Lager haben. Davon natürlich auch, auch wenn du das noch gar nicht bauen kannst. Aber ich möchte davon 10 im Lager haben. Davon ebenfalls. Osterelixier ist auch was Nettes. Das hätte man natürlich auch gerne im Lager. Zum Mutterelixier. Und der Stärke-Elixier. Und sobald wir das können. 3. Farmer Level 3. Damit könnte die, glaube ich, jetzt schon zum Koch werden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was ist das schon weg? Ja, die waren aber jetzt schnell. So, der Kaktus. Man kann die nicht versetzen. Der Kaktus setzt sich jetzt einmal hierher. Der Kaktus setzt sich einmal hierher. Der Kaktus setzt sich dann einmal hierher. Weil dann kann man nicht hier weitermachen. Dann können wir jetzt das da, das da, das da abbauen und das da. Genau. Wenn wir jetzt einen Schnitt dran machen, sehen wir, es passt wunderbar. Und jetzt können es dann hier anfangen. Das abzubauen. Am besten hier dieses ganze Eck. Und die können es dann abreißen. Was kommen es da oben nicht hin? Das ist das Problem hier auch. Tatsache, ich glaube, das geht eins zu hoch. Okay. Eindringlinge nähern sich. Auch da oben dürfen es sein. Wir sind da unten beschäftigt.
So, was für ein Lager machen wir jetzt da hinten? Da vorne haben wir Essen. Dann würde ich sagen, dass wir hier Holz ranmachen. Holz wird also nicht mehr hier gelagert, sondern da hinten. So, dann könnten wir hier tägliches Update reicht nicht. War aber zu erwarten, Mann. Ja. Ich denke schon, dass das zu erwarten war. So, dann machen wir es hier 24 mal 20. Genau. Machen wir einen Schnitt wieder raus, damit wir sehen, was sie tun. Schaut gut aus, zumindest ist mein Otto beschäftigt. Ich bräuchte schon langsam Türen und Fenster. Oh. Gut, da haben sie sich jetzt so verbaut. Mal das so. Und da haben sie es richtig schön abgebaut. Ein Händler nähert sich eurer Stadt. Ich war gerade auf der Durchreise. 6 Lehm als Tische. Eine Bronzebrustplatte. Lehm-Esstisch. 6 Stück. Lehm-Esstisch. 6. Sehr gut, die Türen sind drinnen. Was macht hier schon wieder? Essen. Immer diese Nahrungsmittelaufnahme, also wirklich. Die reißen wir ab. Das reißen wir ab. Kann man im Prinzip lassen. Genau, die letzten paar Trümmer hier. Weg damit. Macht man sich ein schönes Gebiet frei. Sagen Schnitt. Sehr gut. Wunderbar. So, haben wir die schon? Schauen wir mal in unser Lager. Ach, sogar. Ja, sehr gut. Wir können ihn beliefern. Das ist gut. So, und wir haben jetzt schon mehr Betten. Das heißt, wir können auch sagen, schöne Lehmbetten hier, hier. Und hier. Und das heißt, es können jetzt dann schon 6 Leute schlafen. Das ist gut, weil ich habe schon 8. Damit haben die zumindest so eine trügerische Art von Sicherheit. Schnitt weg, gut. Ja, da habe ich dran gemacht. Ich könnte die Mauer notfalls umbauen. Nee, für einen Moment reicht's.
Und später will ich sowieso umbauen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Häuschen. Schauen wir mal, was da gibt an fertigen Häuschen. Der Lehmspeisesaal, wie groß ist denn der? Oh, der ist nicht besonders groß. Wie viele Leute gehen da rein? 10 Esstische. Kleine Urnen. Lehmtür. Töpfer Level 4, sehr gut. Ja, du könntest jetzt Steinmetz werden. Ich glaube, das mache ich auch. Und dich wollte ich, glaube ich, zum Töpfer machen. Damit habe ich jetzt einen Steinmetz. Der kann den Tisch herstellen. Und dann kann er mir davon einen machen. Töpfer brauche ich nicht. Schmied brauche ich natürlich auch. Und Trapper wird auch nicht schaden. So, womit levelt der? Der levelt damit, dass er hier sowas baut. Eventuell auch davon immer drei im Lager, davon immer 5 im Lager und vor allem die hier im Lager. So. Die, sobald er sie bauen kann, bitte schauen, dass immer, nee, dass du einmalig 5 herstellst. Wo? Ach, da oben. Das ist okay. Klopft's euch mal schön. Das ist mir ganz egal da. Könnt sich kloppen. Macht sich fertig. Aber nicht mich. So. Wir waren beim Tisch, beim Tisch aussuchen. Ja, nee, ist klar. Tägliches Update. Es reicht. Sehr gut. Akzeptieren. Kommt auch bis zu uns. Das ist sehr gut. Ach, warte, ich habe doch den Steinmetz jetzt. Der hat doch auch die steinerne Tündeltüre. Davon möchte ich immer. Wobei, da gibt es dann bessere. Moment. Davon nur 3 im Lager. Wo hast du mir dein Werkzeug hingestellt? Hier. Hierher. Häuschen. Lehmschlafsaal für 4 Betten. Lehmhaus für 2. Kleines Lehmhaus. Ach, das ist ja niedlich. Reihers Kinder. Ach, für ein Töpfer. Ein Töpferhaus. Das schaut ja nett aus. Arbeiteruniform, gefütterte Weste. Was können wir dir erstmal verkaufen? Ich würde sagen, davon können wir dir ein paar verkaufen. Die können wir dir komplett andrehen. Die normalen Lehmbetten nimmst du. Die einfachen Lehmstühle nimmst du. Und wir nehmen dafür haben wir 3 Arbeitsuniformen. Der ist natürlich cool, aber den brauchen wir noch nicht. Die gefallen mir ehrlich gesagt. Das gefällt mir. Kann ich aber noch nicht brauchen. Wie klein ist denn das wirklich? Oh, das ist wirklich klein. Da ist ein Bett und ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir selber. Wie schaut's aus mit euch? Seid ihr da schon fertig? Ja. Das heißt, ich kann euch schon wieder beauftragen, weiterzumachen. Nach
Holz würde ich hier fast machen. Gute Frage. So. Steinmetz Level 1, das ist sehr gut. Wo ist denn jetzt der zweite Steinmetz-Tisch? Hast du den noch gar nicht gebaut? Töpfer Level 1. Ah, da hast du... Nein. Brauchst du erst ein Level up? Ja, wahrscheinlich. Boden. So, wir sind jetzt natürlich in der Lehmregion. Das heißt, wir bauen... Ich würde sagen mal das hier. Das erste, was wir machen werden, ist im Prinzip ein Speisesaal oder sowas. So, das hier steht mir noch im Weg. Kommt da nach oben. Steht mir auch im Weg. So. Häuschen bauen. Hier ist die Türe, das heißt, hier ist der Weg dann. Früher oder später kommt hier der Weg. Das heißt, hier könnten wir ohne Probleme bauen. Und zwar, ich würde sagen, mal die Grundfläche soll generell 17, 19, 20. So, dazu kommt aber dann noch. Würde ich sagen, sowas dazu, und zwar 4 weit. Das gleiche machen wir da drüben auch noch. Sind so als kleine Nischen gedacht. Genau. Und hier auch. Soll dann früher oder später eigentlich so der Mittelpunkt der Stadt werden. Die Wände natürlich auch aus Lehm. Die Säulen vielleicht so rötlich. Oh, warum nicht? Finde ich okay. Türen. Dann nehmen wir jetzt rote Lehmtüren. Ja, doofe Symmetrie, gell? Müssen wir jetzt eigentlich immer so bauen. So, Fenster. Ja, ist jetzt die Frage, mir gefallen die? Ich möchte mal sehen. Hier. Dann würde ich sagen, hier und hier. Und hier. Machen wir da auch noch? Ach komm. Wären ein bisschen viele Fenster. Jetzt, wenn jemand anders schaut, aber dann doof aus. Dann würde ich sagen, machen wir so. Brauchen wir einen zweiten Stock? Das könnte das Esshaus werden. Ich würde sagen, nö. Wobei eigentlich schon so rötlich. Da ist die Türe. So, eine Zwischendecke. Ja gut. Wunderbar. Dann
brauchen wir jetzt noch das hier. Machen wir das dazu. Das zu. Das zu. Brauchen wir da. Das kommt hier drauf. Ah, da hätten wir die Reihe noch bauen können. Und hier kommt das. Und das. So. Die Treppe ist hier, wenn ich das richtig sehe. Oh, war hier. Wenn ich das richtig sehe. Treppe. Ja, wie kriege ich denn jetzt wieder richtig? Gar nicht so. Ja, fast. Den Rest machen wir zu. So. Und da brauchen wir halt die doch wieder. Zack. Wunderbar. So. Und dann oben drauf können wir eigentlich uns das nur einfacher machen. Bauen wir es auch so, aber also das würde man automatisch draufsetzen. Dann brauche ich eigene Mauern. Da könnte man das doch hier immer so. Also warte mal, ich weiß schon, wie ich das machen könnte. Idee. Weg. 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 Und jetzt sage ich, bauen wir da oben ein Dach. Also quasi. Genau. Und jetzt muss ich mal aber die Platten dazwischen wieder setzen. Zack. 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 Und hier auch. Nein, das wäre übertrieben. So, und dann noch das Dach. Das Dach würde ich jetzt... Ja, ich würde es eher rot machen. Wie schaut das in die Richtung? Okay, das wäre egal. Überhang geht jeweils eins drüber. Was ich, wenn ich sage, keines drüber? Dann schaut es doof aus. Okay, bei dem Dach brauche ich das. Dann fehlen mir da oben jetzt noch Türen. Ich bleibe jetzt natürlich bei dem roten und ich mache es im Prinzip immer genau dort, wo es drunter auch ist. Genau. Fenster. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Bauen. Die da hinten waren fleißig, oder? Oh ja. Hier kommt ein Lager rein mit Kräutern und Erste Hilfe. Das, das und was war das dritte? Ne, die Garnrolle nicht. Da oben dürfen sie sich gerne niederlassen. Tut euch keinen Zwang an. So. Das heißt, hier kommt unser Kräutergärtner, also unser Kräuterarzt rein.
Tja. Wunderbar. Und ich würde sagen, da kommen jetzt dann den Sternmetz. Stellen. Und da geben wir Erze rein. Und gleich zudem können wir dann den Maschinisten bauen. Das heißt, wir könnten den entweder da hinten dran. So. Am besten dann so. Genau. Okay. Wie geht's euch, Jungs? Mädels. So. Ein Händler. Der hatte 4 Uniformen. Brauchen wir die überhaupt noch? Weiß es gar nicht. Was hätten wir denn zum Verkaufen? Das hier. Die hat nicht viel gemacht seitdem. Normale Lehmbetten weg. Weg. Weg, damit er leveln kann. Lehm-Esstische. Ich brauche keine 10. So. Einfacher Lehmstuhl weg. Oh, cool. Da hat man schon Steinhammer hergestellt. Das ist sehr schön. Einen Kochlöffel habe ich auch schon. Cool, es wird. So. Na dann, Jungs und Mädels. Wie weit ist meine? Es ist ein 4er, okay. Gut, 250 Erfahrung. Ein bisschen was brauchst noch? Natur ist Überraschung, okay. Mhm. Tja. Kann ich ja jetzt schon mehr bauen? Eigentlich schon, oder? Da war doch was mit Level. Na? Natürlich. So. Kaktusblüte kann ich bauen. Das hier ist was? Warte mal. Hier haben wir Wassermelonen. Hier haben wir ein Beet mit Kürbissen. Und Babykarotten. Das heißt, zack. Es entstehen 2 neue Felder. Wo ist eigentlich jetzt der zweite Tisch und ja? Habe ich dir vergessen, den in Auftrag zu geben? Achso, braucht Steinmetz Level 3. Na gut. Sehr gut.
dann könnten wir noch, da ist der Holz, das heißt, wir könnten hier weiterbauen. Einmal so. Dann wirklich 20 mal 20 und da dann ein Lager machen für Möbel. Eines für Werkzeug. Die sollen dann natürlich miteinander verbunden sein. Dann wäre noch eins fällig für Waffen. Geht sich hier wahrscheinlich nicht mehr aus. Nein. Gut, das muss ich mir dann überlegen, wo das hinkommt. Wer klappt sich denn da oben? Was macht ihr da? Und warum sagt mir keiner, dass ich schon wieder bei 41 Minuten bin? Es geht so schnell in diesem Spiel. Ja, ich würde sagen, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Oh, schaut doch nett aus. Mal schauen, wie lange es brauchen, bis das Häuschen fertig ist. Ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Ist ja nicht schon 0815 in 2 Sekunden steht das Häuschen. Also mal abwarten. So, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.